Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay, nämlich heute habe ich mir mal wieder frecherweise ein Replay geschnappt, und zwar von 19EPL. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich dich genannt habe. Warte, ich habe dich nicht, habe ich dich Hans genannt? Krüger. Jörg. Du bist jetzt auch der 19EPL. Deinen Namen habe ich richtig ausgesprochen. Ab jetzt Hans, einfach um dem Klischee, dass du einen deutschen Panzer fährst, zu gerecht zu kommen. Fährt zusammen mit Wodka Red Bull im Platoon, sind beides Panthers. Wie gesagt, beide im Clan drinne. Fahren hier beide mit ihr VK3001D. Das ist der Panzer zum Indienpanzer Leopard, wenn ich mich nicht täusche. Tier 6. Ich finde ehrlich gesagt die ganzen deutschen Tier-6-Panzer alle recht nett. Sind ja auf Wadi, ne? Ja, Wadi, genau. Ich wechsle, wie Wadi den Ruf ich nehme. Zusammen hier auf Wadi. Begegnung mit wunderschönes Mittier. Also wirklich eigentlich wunderbar gematcht hier. Hat hier Premium-Consumables und Schokolade drin. Und bleibt erstmal am Anfang skillvoll stehen. Ha. Ja, wollen wir uns das mal anschauen. Wie gesagt, ich nehme das übrigens, wie jetzt, alle Videos, die wahrscheinlich folgen werden, mit XSplit auf, sprich, irgendwelche Fehler, Unschönheiten etc. pp. Bitte ich zu entschuldigen. Und ich hoffe, ich kriege das auch irgendwie auf 60 FPS hochgepusht, weil aufnehmen kann ich 60 FPS, aber irgendwie beim Verarbeiten habe ich ein bisschen noch Probleme, dass ich das auf 30 runterhaue, und das ist blöde. Aber ja, nichts zur Sache, weiter geht's hier im Replay. Der liebe Hans, ich sehe mich an Helping Hans von Company of Heroes, gibt sich jetzt hier zuerst mal hinten auf Sniper-Position, hofft wahrscheinlich, dass die Heavys Korrektur, er fährt bereits nach hinten los. Tut mir leid, ich habe immer noch dämliches Husten. Fährt jetzt hier Richtung Cap wahrscheinlich, weil ja, es sind schon zwei Jungs im Cap drin. Es ist halt einfach wieder, es ist halt Begegnung auf der Map, ne? Wenn da niemand runterfährt, dann haben die halt ein Problem. Und ich meine, es sind jetzt zwei im Cap mindestens. Zwei da auf der Rampe. Das heißt, mindestens vier Panzer. Kann das sein? Mindestens vier Panzer sind da drüber? Ja klar, 63, 7, nein. Na doch, da ist der Steward und der gegnerische VK im Cap. Eine Minute haben sie auch Zeit. Der Hans versucht jetzt hier zuerst mal ein MT rauszusnipen. Hat Glück, dass der MT hier gegen Stein gefahren ist, nicht mehr behaupten. Hat es leider den zweiten Schuss verschossen. Und komm, kriegst du einen Kill? Nee, leider nicht. Hat übrigens gar nicht so viel Munition dabei, ne? Nur etwa... Ist noch 65 Kugeln, davor nur 35 AP, das heißt, recht schnell geschossen. Aber eben, auch mit dem Fakt, dass er weiß, dass zwei Panzer am Campen sind, die noch nicht offen waren, weiß er eigentlich, dass hier rechts außen nichts ist. Das heißt, ja, guck mal, da ist der erste Capper schon. Aber er versucht jetzt lieber zuerst hier noch ein bisschen auf die Mitte zu wirken. Vielleicht hat er auch noch nicht gesehen, dass er jetzt hat er ihn gesehen. Ja, und es steht halt nicht ganz safe, der Steward, das heißt, ein wunderschönen LOL. Aber der Steward scheint ein Anfänger zu sein. Und hatte nicht gesehen, dass er hier beschossen wurde. Ah, schön, den VK kriegt er auch gleich ran. So. Wunderbar. Erstmal den ganzen Cap Reset. Und jetzt kann ich natürlich schön rein. Nein, ihr seht halt, die Waffe ist für ein T6-Waffe eigentlich sehr genau. Hat einen netten DPM, also beziehungsweise einen netten Reload. Ich weiß die Zahlen leider nicht mehr auswendig. Gut, er hat auch Schokolade drin. Muss man jetzt zugeben, das pusht natürlich auch nochmal zusätzlich. Aber ja. Geht jetzt hier außen hin. Sieht jetzt eigentlich schon recht deutlich aus, dass die gewinnen, ne? Ja, ich hätte mir das Replay nicht nehmen sollen. Aber es hat eigentlich auch der Auswertung nicht schlecht ausgesehen. Naja, vielleicht ändert sich ja noch was. Und sonst habt ihr halt so ein kleines Video zwischendurch gekriegt. Ich hier der IKV gegen den Rudy. Und eigentlich sollte da der Rudy hochaus gewinnen, weil sie halt ein Rudy. Aber nicht, wenn Hans da ist. Und kann Hans ihn noch retten? Nein, leider nicht, weil der Schuss ein bisschen weit nach links fliegt. Das kriegt den Rudy leider auch nicht mal ran. Okay, es ist 10 zu 8. Ja, ist eigentlich... Mit dem Blick darauf, dass er den Rudy eh gleich töten kann, ist eigentlich schon recht entschieden. Ja, wohl. Wird doch noch knapper, als man denkt, ne?
Da seht ihr halt ein bisschen das Problem auf solchen, bei Begegnungsgefechten, darum, ich keine Ahnung, ich hab's eigentlich schon gern, oh, da ist sein Freund auch draufgegangen. Ich habe eigentlich gern Begegnungen und Angriff, vielleicht aus dem Fakt, dass es einfach ein bisschen Abwechslung gibt, ein bisschen neue Sachen, auch wenn es einfach nur Cap-Guys anders ist und so, man hat trotzdem neue, andere Taktiken, andere Positionen, zu denen man anfahren kann, aber das Problem ist halt oftmals das Team, böse gesagt, zu unfähig, das zu kapieren. Sprich hier. Ihr habt gesehen, es ist eigentlich gar kein Schwein zum Cap gefahren. So ein Anfänger, wie Stuart, der seine ersten 1000 Gefechte hinter sich bringen ist, hätte eigentlich beinahe den Sieg nach Hause kriegen können, den man einfach gecapped hat. Also, oh, hier schöner Schuss auf die Kette. Der VK hat schon, die Waffe ist schon nett von dem Ding halt. Also es ist ja sowieso, die 6 haben ziemlich alle die gleiche Waffe, aber sie performt hier gefühlt fast schon ein bisschen besser als auf dem 30-02M. Glaube ich, der andere 6, ne? Er ist jetzt hier alleine gegen 4 normale Panzer. Er hat hier noch den AT-7 mit zuletzt gemeldeten 700 AP. Hat jetzt hier, der angeblich voll war. Panzer 4S, ja gut, der hat wahrscheinlich seinen Kollege bearbeitet, sprich, der ist wahrscheinlich nicht mehr voll. Also zwei eher langsame und ein schneller Panzer. Wo gut, der Panzer 4S ist auch nicht mehr der schnellste. Gut, jetzt weiß ich, der HTC ist auch irgendwo dort hinten, der Panzer 4S ist irgendwo dort hinten, der Rudi ist durch den Cap durchgefahren. Das ist jetzt doch noch spannender, ne? Hat 9 HE-Schellen dabei, ich saß in der 9 HE dabei. Ich hätte jetzt 5 oder 4, hätte ich vielleicht mitgenommen aus dem... Ja. Wie viel Durchschlag hat der eigentlich, beziehungsweise Damage sieht man das im Replay? 150 Durchschlag, 135 ebenso, die ganz normale standarddeutsche, standarddeutsche Werte. Gut, er hat hier ein bisschen schön natürlich, dass die Gegner alle jetzt auf einem Fleck hier hingefahren sind. Kann natürlich einfach hier hochfahren, einmal den Rudi rausnippen und dann noch ein paar Schüsse auf eine Art. Okay, das ist jetzt Pech, dass genau in dem Moment, wo oben steht, der Rudi zugeht. Ah, jetzt hat er auch APC geladen, um die sicheren Schüsse auf AT zu bringen. Hat jetzt hier so noch einen Weakspot getroffen, habt ihr das gesehen? Der Schuss hat noch schon eine kleine Kurve gemacht. Hier hat er jetzt aber einen Weakspot vorbeigeschossen. Jetzt ist das Problem, jetzt verschwindet er dann gleich hinter der Sanddüne und er ist verschwunden. Ist aber selber nicht aufgegangen, der Hans. Ich finde das cool mit diesen Spitznamen. Fährt jetzt hier hinten rum. Jetzt ist die Frage, wo kommt der Ruge? Ob der auch da hinten rumfährt, weil ich glaube, wo wir ihn zuletzt gesehen haben, ist er Richtung A-Linie gefahren, also hinten rum. Und nicht Richtung Hans. Ah, da haben wir den 4S, der ist auch One-Hit. Oh, hier hat er versucht, Snapschuss zu machen, hat nicht geschafft, aber er bounced! Oh, das ist tödlich mit dem... Oh, und dann noch ein Low-Roll. Oh, der war böse. Der war wirklich böse, dass er jetzt sich zwei Schüsse eingesteckt hat, wahrscheinlich gleich noch einen dritten, weil er nicht gerade zurückfahren, leicht links zurückfahren. Oh, okay, hat's noch geschafft. Aber jetzt fährt der 4S auf ihn zu, das heißt, jetzt kann er eigentlich genau drehen. Kurz einvisieren lassen und dann langsam vorschleichen. Kurz einvisieren lassen und langsam vorschleichen, nicht einfach vorfahren. Sechsmal, kleiner Tipp. Wenn ihr solche Momente habt, kurz hinter der Deckung anhalten, Zielkreis einvisieren lassen, ne? Und dann einfach ganz oft ganz kurz wehdrücken, dass ihr nahezu... Dass ihr euch ganz, so ganz kleine Stückchenweise nach vorne bewegt, weil dann seid ihr vor dem Panzer und ihr seid bereits einvisiert und seid nicht mit so einem riesen offenen Zielkreis, dort müsst ihr erstmal einvisieren. Nur so ein kleiner Tipp. Gut, kommt hier natürlich der nächste One-Hit auf ihn zu. Hat hier natürlich jetzt auch. Oh, schon wieder, ne? Lieber kurz einvisieren. Ich glaube, hier ist ein bisschen aufgeregt, unser lieber Hans. Oh, jetzt kommt noch der AT. Oh, jetzt wird's spannend. Gut, aber könnte den AT kann er schön wegdepiermen. So aufpassen auf den Rudy. Jetzt hat er nämlich ein bisschen Tunnelblick. Jetzt hat den Rudy wahrscheinlich vor. Ich weiß nicht, ob er den aus dem Sicht gelassen hat. Der Rudy kommt jetzt. Nice, konnte den AT rausschießen. Der Rudy hat aber geschlafen. Der hätte eigentlich längst vorfahren müssen. Oder zumindest ihm die Gelegenheit nutzen, ihm einzuüben. Jetzt muss ich aber beeilen, weil, wenn der AT da ist, kann der HT jetzt nicht mal so weit sein. Und der HTC scheint noch ein bisschen mehr Leben zu haben. Uiui. Das ist doch noch recht nett, das Gefecht, ne? Hier hilft sich auch die Schokolade um einiges. Ich nehme zu wundern, wie viele Sekunden, beziehungsweise wie viele Zehntelsekunden das den Reload runterdrückt. Ich
denke schon um einiges. Mal schauen. Ah, links HDC, Hans! Ja, Hans, was machst du? Oh, und dann bounce er wieder während der Fahrt. Hans, einnehmen! Du musst doch einnehmen! Ja, oder so. Die Distanz geht's natürlich. Ah, ja, aber jetzt leider durch die Aktion ist One Hit gewonnen für ein HTC. Weil, ich glaube zumindest, ne? HTC macht, glaube ich, etwa 200 oder sowas. 230 sogar. Hat noch 11 APCR-Schüsse left übrig. Fange ich auch schon an, Denglisch zu sprechen. Und macht sich jetzt auf den Weg nach zum HTC. Würde ich jetzt zumindest denken. Ah, es nimmt schön jetzt 60 FPS auf. Das finde ich nett. Ah, der HTC ist One-Hit. Wow. Ich dachte, der wäre jetzt noch voll. Ja gut, da ist es natürlich einfach. Jetzt warte hier nochmal kurz, bis er ein bisschen vorfährt und einen Schuss hinten rein. Perfekt! Ja, ich würde sagen, das war doch für das zu Beginn eigentlich so leicht nach dem Sieg ausgesehen hat. War doch das eigentlich jetzt noch ein recht netter Abgang. Guck mal, er hat zwei Gunmarks hier. Ja. Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen das Problem an den ganzen Begegnungsmodi oder ja, vor allem Begegnung bei Angriff, Verteidigungsmal ist ja nicht so. Dass eben einfach das ganze Team sich irgendwo hier oben gekloppt hat und eigentlich Hans der Einzige war, der hier unten sich für den Cap gekümmert hat, weil eben so ein kleiner Steward, ein Anfänger-Steward und noch irgendeinen anderen Panzer konnten, hätten eigentlich ab hier nahe den Sieg gerungen, bereits in der frühen Stunde und hätten sie jetzt nicht so verloren wie jetzt. Ja, dann eben als nächstes dieser kleine Tipp da mit dem Einvisieren, nicht einfach vorfahren und so einen riesen Blur haben auf der Waffe. Und ich würde vielleicht hier und da ein bisschen weniger Snapshots machen. Ne? Ja, aber ansonsten hat er hier 2,2 Damage gemacht. Gut, nichts gespottet, nichts gebounced. Aber ich glaube, auf der Tierstufe ist Bounce zum Beispiel auch ein bisschen überwertet mit dem Panzer. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Gefechtsauswertung. Bis nachher. Jawohl, liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Ich lese gerade die Nachricht, die mir da Xsplit gegeben hat. Herzlich willkommen bei der Auswertung. Wir haben hier ein Panzer. Das ist das erste Panzer? Das kann auch nicht sein. Ich frage mich aber immer noch, ob das in-game ist, wenn du es, glaube ich, am Bande hast oder so, bedeutet das das erste Panzer überhaupt. Aber ich glaube nicht, dass Hans AK-19EPL 19E. Ich weiß nicht. Sprich mir das nicht aus, muss mir mal hinschreiben, mein Lieber. Ja, aber ich glaube nicht, dass es sein erstes Panzer ist. Naja. Okay, er hat hier natürlich eben den Defender und den Großkaliber, mein lieber Bleed Mage, den Großkaliber. Jetzt weiß ich, was es ist. Ja, doch, 1200 Basics hat er gemacht. Sein Compadre, den Vodka Repul, auf zweiter Stelle. Gegen das Team war der Panther, war der Mann, der Schmalturm, besten Konzept gefolgt. Rudy noch. Ja, aber eigentlich ein nettes. Hat eigentlich jeder Damage gemacht, das ist eigentlich. Oh. Man kann nur die Karte so anzeigen. Ja eben, es war knapper als gedacht, weil der Steward hier, die haben böse gehabt zu Beginn. 35 Schüsse abgeben, davon 22 getroffen, das waren halt sehr viele eben die Snapshots und ja gut, von davon 3 gebounced ist, finde ich total okay. 1300 gesniped, das war vor allem... Was hat er denn so viel snipen können? Auf den AT wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Ja, Steward und so natürlich. 4 Schüsse hat er gefressen. Ein Gegner gespottet, 9 gedamaged, 5 davon zerstört, 100 Punkte verteidigt und, oh doch, 5 Kilometer gefahren, das ist eigentlich recht viel. Und ja, 9 Minuten ist Gefecht gegangen, hat recht miese gemacht, halt weil er ein bisschen Premium geschossen hat, ne? Ein bisschen viel. Und ja, mit mal 2 gibt es nämlich 37 XP, ist auch ganz nett. Ja, liebe Zuschauer, das war's für diesen kurzen, netten, knackigen Part von Panther Replays. Vergesst nicht zu bewerten und schaltet auch das nächste Mal ein. Tschüss!